Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2015. Heute spielt Spanien gegen Frankreich und ja, das Ganze findet im Estadio Nacional statt. Und ich freue mich auf jeden Fall, wie Anschnitzel dieses Spiel hier kommentieren zu dürfen. Wie gesagt, das erste Achtelfinale. Mal gucken, wer heute nach Hause fährt. Und ja, natürlich, das Spiel kommt da Frank Buschmann, Manni Breukmann. Die können uns aber so ziemlich egal sein, weil ja, wir unser eigener Kommentator sind. Und ja, hier sehen wir nochmal den spanischen Trainer, hier den französischen Trainer und hier die Hymnen. Ja, wollen wir doch mal sehen. Ja, das war die französische Hymne mit dem französischen Public Viewing, wie man hier gerade gesehen hat, der Schiedsrichter kriegt. Und Millet, der kommt aus Schottland. Und ja, hier sehen wir jetzt mal die spanische Aufstellung. Iker Casillas, Arzi, Azpilicueta, Piqué, Ramos, Alba, Alonso, Xavi, Iniesta, David Silva habe ich glaube ich noch gelesen, Juan Martin und Pedro in einem 4-3-3-System. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, wie die ja, Franzosen spielen auch in einem 4-3-3. Lori, Debuchy, Varane, Sako, Evra, Kapai, Pogba, Matuidi, Valbuena, Karim Benzema und den anderen Namen konnte ich leider nicht mehr lesen. Aber los geht's. Pedro spielt ja auch Xabi Alonso. Hier jetzt Azipu. Ja, genau, den Namen, den kann ich nicht aussprechen. Griezmann jetzt am Ball. Pogba. Matuidi, ja, sehr schön gespielt. Benzema. Oh ja, Benzema hat jetzt die erste Torchance. Konnte sogar abziehen. Hatten sogar immer noch. Ja. Ich hätte es fast gesagt, das wäre es 1-0 gewesen. Deswegen habe ich schon gerade Jack gesagt, weil ich dachte, der Ball ist drin. Aber, ja, der spanische Keeper Iker Casillas kann da nochmal retten. So, Iniesta. Pedro. Wieder Iniesta. Sehr schön gespielt. Juan Mata. Da war auch wieder keiner da zum Nachschuss. Griezmann. Benzema. Pogba. Matuidi. Jordi Alba. Einfach der. Ja, das war aus. Einfach der Knaller, was hier schon wieder in den ersten Minuten los ist. Und sollte es jetzt zu einem 0-0 kommen, geht es hier in die Verlängerung. Und falls es dann immer noch keine Entscheidung gibt, geht es dann ins Elfmeterschießen, Leute. Und da bin ich echt mal gespannt, ob das soweit kommt oder ob man ja, das Spiel natürlich vorher gewinnen will. Natürlich ist es im Interesse des Spielers, dass man das Ganze vorher immer irgendwie klar macht. Aber wenn es halt nicht geht, dann muss die Verlängerung her. So, Debuchy. Auf Pogba. Jordi Alba, Xavi, Juan Mata, David Silva, spielt er nicht schlecht, aber dann der letzte Pass wieder auf Juan Mata, der kam nicht an, aber die wollen schon früh stören, das ist ein Zeichen dafür, dass die Spanier die Entscheidung schon vorher wollen. Und jetzt vielleicht eine Riesenchance, nein, das war eine Riesenchance, aber es war auch Abseits, wenn es auch knapp war mit einem Schritt im Abseits, aber Alter, sowas zu vergeben, Leute. Also wenn das kein Abseits gewesen wäre, wäre ich ja daneben gegangen. Aber das Ding zu verhauen, Leute, da gehört schon ein bisschen was dazu. Also, ja, kann man mal machen. Also, naja, gut, der Spiel ist ja noch jung. Sakko. Matuidi. Pedro, ja, da wollte der wieder Iniesta oder David Silva schicken, aber der läuft halt keine Kapai. Matuidi, Piqué, Evra, sehr schön, Griezmann,
Jawohl, Matuidi. Ja, Benzema. Und das könnte man... Leute, das weiß ich jetzt nicht, ob man das hätte pfeifen können. Aber gut, der Schiedsrichter hat es nicht gemacht, von daher geht's direkt weiter. Hier sehen wir nochmal den französischen Trainer, der alles andere als zufrieden ist scheinbar. Sakko. Varane. Pogba. Wieder Varane. Valbuena. Sorry, da bin ich kurz ans Mikrofon gekommen. Juan Mata. Ja, das hätte gut aussehen können. Griezmann. Evra. Benzema. Kapai. Pogba. Pedro. Also das geht hier immer wieder hin und her, aber ja, die spanischen Spieler, sag ich mal, mit dem größeren Chancenanteil, aber entweder sind sie im Abseits oder die verwandeln es einfach nicht. Die spielen es ganz gut raus, aber ja, der Schluss fehlt halt. Die Konsequenz, also dass sie am Schluss konsequent sind und sagen, ja Leute, ich mach das Tor jetzt, ich will das 1-0, ich will ins Viertelfinale und ja, Lloris hält hier erstmal. Aber, wie gesagt, davon ist momentan noch nichts zu spüren. Vielleicht kommt es ja noch. Wir sind jetzt in der 30. Minute. Und wie gesagt, da steht immer noch 0 zu 0. Ja, hier wieder abseits von einem spanischen Spieler. Der kommt da aus dem Abseits gelaufen. Juan Mata dreimal gegen Valbuena im Abseits. Das sehen wir hier an der Statistik. Benzema. Xabi Alonso. Juan Mata, jetzt nochmal eine Chance, jetzt vielleicht eine Chance, nein, aber auch wieder so ein knappes Ding, Leute, auch wieder so ein riesen knappes Ding, Iniesta, Iniesta, so, was war das jetzt wieder, lass mich raten, Abseits, ah, ich bin schlau, ne, ja, das ist, ja, beide Abseits, also, es geht hier hin und her. Natürlich, man merkt den Spielern an, dass die das Viertelfinale wollen. Ja, also ist nicht so, dass sie sagen, ja komm, wir spielen hier einfach mal so ein bisschen, sondern wie die Spanier als auch die Franzosen wollen das Viertelfinale. Und natürlich versteht man das auch. Ja, Masako. Auf Varane. Xavi. Aber dann wieder zu spät da. Matuidi. Griezmann. Auf Evra. Xavi Alonso. Piqué. Pogba. Oh, Piqué lebt da gefährlich. Da lebt Piqué gemein gefährlich, Leute. Das kann man gerade mal so sagen. 42. Minute, nicht mal lange zu spielen bis zur Halbzeit, Leute. Also, wenn die da vorne... Ja, Kapai kann sich ja wunderbar durchsetzen. Das macht er sehr gut. Griezmann. Griezmann. Iker Casillas beim zweiten oder dritten Nachfassen ist er dann da. Falls die Fragen natürlich aufkommen, für was ist der Kommentator eigentlich? Der Kommentator sieht das Ganze neutral. Ja, also, ja, das war ein gewagter Schuss. Also, ich sehe das Ganze neutral. Wenn die Spanier gewinnen, freut es mich. Wenn die Franzosen gewinnen, freut es mich. Also, deswegen bleibe ich da erstmal neutral. So, Valbuena. Kapai. Benzema. Ja, Karim Benzema macht es 1-0 in der 45. Minute noch vor der Pause, Leute. Karim Benzema, die Nummer 10. So, und jetzt haben sie vielleicht einen psychologischen Vorteil. Weil
Die Spanier gehen jetzt alle höchstwahrscheinlich mit einem 1-0 Rückstand in die Kabine, in die Halbzeit. Und dann müssen sie richtig Gas geben in der zweiten Halbzeit, dass sie mindestens das 1-1 geschossen kriegen, weil ansonsten sind sie draußen. Karim Benzema in größter Bedrängnis schießt er den Ball unten rechts ins Tor und wie gesagt 0-1 im Spiel Spanien gegen Frankreich. In der 45. Minute Pedro will noch vor der Halbzeit das 1-1 machen, aber da läuft keiner mit. Doch, jetzt sind ein paar Spieler da, aber... Ja, das macht er. Das hat er nicht schlecht gemacht. Hätte er mal abspielen müssen, aber wohin? Valbuena. Und jetzt ist Halbzeit. Wie ich schon sagte, die Spanier gehen mit einem 0-1 Rückstand in die Halbzeit und jetzt müssen sie in der zweiten Halbzeit müssen sie gucken, dass er das 1-1 geschossen kriegen. Also es hat schon in der ersten Halbzeit eine Menge Spaß gemacht, das Ganze zu kommentieren. Also ich bin echt gespannt auf die zweite Halbzeit. Und ja, weiter geht's mit der zweiten Halbzeit. Kaum gesagt, schon geht's los. Valbuena, Matuidi. Und ich wünsche euch natürlich genauso viel Spaß wie in der ersten Halbzeit. Iniesta, Benzema. Kuddelmuddel. Xavi Alonso. Immer noch Xavi Alonso. David Silva. Juan Mata. Ja, da hätte er vielleicht hoch machen können. Xavi Alonso. Pedro. Valbuena. Kapai. Wenn sie jetzt das 2-0 schießen, ist es die Vorentscheidung. Das sage ich jetzt schon mal, weil es ist auf den Spaniern herrscht jetzt ein enormer Druck. Ja, die müssen jetzt das 1-1 schießen, weil ansonsten sind sie draußen. Ja. Das ist den Spaniern natürlich jetzt auch bewusst. Ja, die gehen jetzt nicht da rein und sagen, komm, wir spielen einfach, sondern wir müssen ein Tor schießen. Dass wir uns wenigstens in die Verlängerung retten. Ja, aber ob das den Spaniern gelingt, ich wage es zu zweifeln im Moment. Also, natürlich würde mich sehr freuen, aber ja, Evra jetzt erstmal mit einem Einwurf. Der ist super eingeworfen. Matuidi kann hier schon fast die Flanke bringen. Ja, Matuidi. Pilicueta. Juan Mata. Der Name, also, wie kann man den Namen aussprechen? Also. Den zweiten Namen in der Aufstellung, Azpilicueta. Das ist für mich manchmal wie ein Sechser im Lotto. David Silva. David Silva mal mit einer Chance. Also die Spanier holen zumindest jetzt mal eine Ecke raus. Vielleicht jetzt durch die Ecke. Vielleicht können sie jetzt durch die Ecke das 1-1 machen. Ich meine, die haben ein paar Spieler, die ein paar Tore machen können. Müssen halt nur gucken. Jetzt kommt erstmal Schneiderlin für Matuidi. Schneiderlin. Hat der Kopfball, der war schon mal gar nicht gut. Aber jetzt haben natürlich die Spanier auch wieder die Konterchance. Benzema, nein. Doch. Pogba. Ja, Sergio Ramos, glaube ich, war das. Iniesta. Pogba. Valbuena. Riedmann. Ja, Schneiderlin, jetzt am Ball das erste Mal. Xavi will da oben jemanden schicken, aber der kriegt den Ball nicht. 63. Minute. Den Spaniern rennt die Zeit davon. Di Pucci. Pogba. David Silva. Sergio Ramos. Gut, der Spieler hat die Hand gehoben, also kann man das ruhig mal laufen lassen, das Ganze. Aber jetzt Schneiderlin. Schneiderlin. Valbuena. Wieder Schneiderlin. Schneiderlin, was ein Name. Auf den Namen musst du erstmal kommen. Jordi Alba. Pogba. Jordi Alba hat verkackt und holt sich den Ball wieder. Und verkackt es dann wieder. Valbuena. Kapai.
Dann gibt es ja jetzt den Freistoß aus gefährlicher Position. Leute, also dem spanischen Trainer sei mal zu raten, dass er vielleicht auch mal wechselt. Aber man muss natürlich der Trainer selber wissen. Sissoko kommt für Pogba. Und das Ganze natürlich jetzt nur noch über die Zeit retten. 71. Minute. Also wenn die jetzt natürlich nochmal ein Tor machen, dann war es das. Aber das, der Ball, der geht weit drüber. Benzema haut den Ball sehr, sehr weit drüber. Und jetzt versuchen sie vielleicht mal den Spielaufbau. David Silva. Iniesta. Sehr schön gespielt. Mit einem Pass die komplette Abwehr ausgehebelt. So muss das! Ein Schuss in Richtung Tor. Nur noch ein bisschen weiter runter und der wäre vielleicht sogar rein. Lori, jetzt mal mit einem Abschluss. Der wurde ja in diesem Spiel so gar nicht geprüft. Ja, also, das ist unbeschreiblich, was die Franzosen hier zusammenspielen. Griezmann. Das ist ja wahrscheinlich, wird jetzt auch das dritte Mal ausgewechselt. Giroud kommt für Karim Benzema. Okay. Schlachter Dingens wird ausgewechselt. Jetzt wechselt auch mal der spanische Trainer. Jetzt denkt er sich, jetzt ist die Zeit gekommen, um jetzt auch mal auszuwechseln. Also ich will hier mal Fernando Torres auswechseln, weil der. Achso, nee. Entschuldigung, habe ich mich vertan. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass Fernando Torres verletzt ist. Okay. Ja, Xabi Alonso geht's. Santi Cazorla kommt. Und ja, vielleicht denkt der Trainer sich, vielleicht kann ja der junge Mann hier ein bisschen was retten. Juan Mata. Pedro. Ibuchi. Xavi, Sissoko. Der frische Mann. Santi Cazorla versucht's, aber schafft's nicht. Pedro. Juan Mata, jetzt vielleicht mal. Es rennt natürlich wieder kaum einer mit. Deswegen muss es Juan Mata so ein bisschen alleine machen. Aber jetzt vielleicht mal die Chance. Xavi. David Silva, die trauen sich nicht abzuziehen. Pedro. Die trauen sich nicht abzuziehen. Jetzt vielleicht mal. Jetzt vielleicht mal. Ja, jetzt vielleicht mal. Und ich sage, Pedro macht in der 84. Minute. Das 1:1. Das so wichtige 1:1. 1:1. Entschuldigung, nicht 1:1. Das ist ein Anbieter. Nein, 1:1. Das sehr wichtige 1:1. Und dann steht hier, ist wieder alles offen. Jetzt müssen die Franzosen sich wieder bemühen. Da war. Sissoko war da. Es waren ein Haufen Franzosen da, aber es ist keiner draufgegangen. Es ist nicht einer draufgegangen und deswegen das 1:1 völlig gerechtfertigt, völlig verdient. Und jetzt müssen wir einfach nur mal sehen, wie dieses Spiel hier weitergeht. Geht dieses Spiel in eine Verlängerung oder ist hier nach 90 Minuten Schluss? Kann Spanien oder kann Frankreich hier für eine Entscheidung sorgen? Pedro, da es 1:0 gemacht hat, versucht jetzt natürlich noch die anderen zwei Tore zu machen. Ganz klar, geschweige denn das eine. Die brauchen nur noch ein Tor. Lloris, ein Schuss aufs Tor. Ja gut, ich sag mal zwei Schüsse aufs Tor und einer davon drin. Es ist eine gute Bilanz, wenn das jetzt noch so weitergeht. Dann sehe ich hier absolut grün für die Spanier. Juan Mata. Sako. Evra, wir sind in der 89. Minute und es sieht wirklich so aus, als ob das Ganze hier in die Verlängerung geht. Oder 2 Minuten Nachspielzeit. Na, gibt's hier den Freistoß aus gefährlicher Position für die Spanier. Das habe ich jetzt anders da gesehen. Evra. Also schon mal einen riesen Respekt, dass die Spanier das geschafft haben, das 1:1 zu machen. Also,
Ich will jetzt sagen, jetzt können Sie durchatmen, aber wir können jetzt ein bisschen beruhigt an die ganze Geschichte gehen. Weil jetzt lastet nicht mal so ein Druck auf die. Spanien gegen Frankreich, Abseits 5 zu 0. Das muss ich mal vorstellen. David Silva. Ja, und dann ist es vorbei. Schweige denn, es ist noch nicht vorbei, denn es geht in die Verlängerung. Pedro, wie gesagt, macht das Tor in der 84. Minute und Karim Benzema in der 45. Minute. Also praktisch kurz vor der Halbzeit. Und ja, dem spanischen Trainer sei geraten, der hat nochmal zwei Auswechslungen. Also der darf auch ruhig nochmal auswechseln. Santi Cazorla. Ja, seht ihr, die sind nämlich alle fertig. Wie gesagt, das geht in die Verlängerung. Der Krimi geht weiter. Griezmann. Können die Franzosen jetzt in der Verlängerung das 1-2-1 machen oder können die Spanier das 2-1 machen oder geht es in die Verlängerung? Die drei Oders gibt es, aber ich verspreche euch, dass nach den 130 Minuten garantiert keine Spielzeit mehr kommt. Schweige denn keine. Wie erkläre ich das jetzt? Also die Wahrscheinlichkeit, dass nach den 90 Minuten, also 120 Minuten praktisch Schluss ist. Ja, bloß, dass es dann sehr wahrscheinlich in Elfmeterschießen geht. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Griezmann. Ja, dann vergeben sie da die Chance. Sergio Ramos. Jordi Alba. Pedro. Santi Cazorla. Griezmann. Capai. Griezmann. Schneiderlin. Piqué. 102. Minute, noch 3 Minuten und dann geht's, was die Verlängerung betrifft, in die erste Halbzeit. Beziehungsweise dann ist die erste Halbzeit vorbei. In der Verlängerung. So rum. Santi Cazorla. Da versuchen sie es wieder zu fein zu machen. Boah, die Zeit ist abgelaufen. Griezmann. Und da holen. Ja, die Spanier, die freuen sich jetzt natürlich, ne, dass ihre Mannschaft das 1-1 gemacht hat, kurz vor dem Ende. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit diesem Spiel schon abgehakt. Aber es geht tatsächlich in die zweite Halbzeit, jetzt gleich in der Verlängerung. Wow, was ein Spiel, Leute. Also da können wir echt mal gespannt sein, wie die zweite Halbzeit in der Verlängerung weitergeht. Die müssen sich jetzt natürlich erstmal wieder sammeln, die Spieler, klar. Da geben sie sich natürlich jetzt gegenseitig irgendwelche Tipps und sagen, Kollege, so muss es laufen. Aber wo ist der Trainer? Soweit ich weiß, darf ja der Trainer mit auf dem Platz in der Halbzeit der Verlängerung. Oder wurde das Regelwerk auch schon geändert? Ja, jetzt will aber auch der. Ja, der spanische Trainer macht das taktisch klug. Ja, der will jetzt nochmal wechseln. Ja, und weiß, ich darf noch zweimal wechseln. Ja, aber wen bringt er? Ich sag ja, für eine Frau, für den Sturm wäre nicht schlecht. Oder risse der schon auf fürs Elfmeterschießen. Das kann natürlich auch sein. Iniesta für Fabregas. Ja, er bringt Cesc Fabregas für Iniesta. Jetzt haben die Spanier vielleicht einen kleinen Vorteil, weil jetzt natürlich einen total frischen Spieler auf dem Platz stehen haben.
Evra. Schneiderlin. Evra. Boah, da haben sie aber mal. Da wurden sie mit Kilo. Wurden sie. Sag mal. Wurden sie. Was Klick betrifft, kiloweise zugemüllt. Weil das war auf jeden Fall eine riesen Top-Chance. Schneiderlin. Geht's hier ins Elfmeterschießen, Leute? Das ist hier die Frage. Wir sind in der 110. Minute. 10 Minuten brauchen wir noch, um das rauszufinden. Spielen die, die Franzosen jetzt auf eine Nummer sicher. Die spielen sehr viel hinten rum. Wenn sich den Platz ergibt, spielen sie natürlich auch vorne rum, klar. Oh, es ist ganz viel Glück, Leute. Ganz, ganz viel Glück. Dass da keiner dran gegangen ist. Das wäre es 2-1 gewesen. Und dann hätte ich mich, glaube ich, festgelegt. Dann wäre es das gewesen. Xavi. Schneiderlin. Griezmann. Giroud. Valbuena. Ja, die wollen natürlich hochklären. Klar. Aber Valbuena. Eieiei, 117. Minute. Nicht mehr lange zu gehen. Das sieht mir nach einem Elfmeterschießen aus. Oder können die Spanier nochmal was machen? Nein. Die Spanier sorgen dafür, dass Frankreich nochmal einen Freistoß bekommt. Wir sind in 5 Sekunden sind wir in der 120. Minute und dann gibt es jetzt noch 1 Minute oben drauf und da hauen sie den Ball weg. Weil die wollen sich jetzt ins Elfmeterschießen retten und ich wage es zu sagen, dass es vielleicht fast einen Elfmeterschießen geben wird. Es sei denn, die machen jetzt das eine Tor, machen sie nicht. Spanien nochmal mit einer Chance, nutzen sie auch nicht. Also, ich schätze, das ist es gewesen. Ja, für 120 Minuten. Ja, das war's in 120 Minuten. Es geht ins Elfmeterschießen zwischen Spanien und Frankreich. Leute, jetzt geht's zur Sache. Nach diesem Elfmeterschießen hat das Spiel ein Ende versprochen. Ja, so viel verspreche ich euch jetzt schon mal bei. Aber wer nach Hause fährt, wer weiterkommt, das weiß ich nicht. Das will ich nicht sagen, das kann ich nicht sagen und ich bin genauso gespannt wie ihr. Wer schießt als erstes, wer schießt als zweites, wer ist der Held? Auch hier wieder kein Trainer zu sehen. Die machen das alleine. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich bin schon nervlich genauso angespannt wie wahrscheinlich ihr. Und ja, wer schießt als erstes? Cesc Fabregas als erstes. David Silva als zweites steht hier. Xavi als drittes. Gasola als viertes. Juan Mata als fünftes. Piqué 6. Azpilicueta 7, Pedro 8, Sergio Ramos 9, 10 Roddy Alba und 11 Iker Casillas. Spanien mit dem ersten Schuss. Lloris hält. Lloris hält. Jetzt Capay. 1-0 für Frankreich. Oh. Spanien verschießt wieder. Giroud für die Franzosen. 2-0. Valbuena. Ich glaube, wenn der jetzt verschießt, dann war's das. Und es ist. Ich kann ihn nicht entziffern. Aber er verkackt
Und Spanien fährt nach Hause. Frankreich haut Spanien raus im Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2015. Ich bedanke mich, dass ich das kommentieren durfte und tschüss.